Bitte warten. Ich springe auch schon, damit es schneller geht. Es geht technisch gesehen tatsächlich schneller. Ist so der PvP-Movement, wenn man Minecraft PvP spielt, was ich nicht mache. Kommen wir da hin. Also ich darf mich eigentlich auch nicht überwärts zum Beschweren. Warum hängt da nochmal ein Bild? Ich hab's vergessen. Alzheimer lässt grüßen. Verschiedenes. Was haben wir denn im Verschiedenes? So viel Kohle. Ist alles Diamant? Was ich ja nicht mal zwingend brauche. Also theoretisch sind das alles Diamanten. Das hier sind anscheinend alles Steinkisten. Fast alles. Also Lapis könnte ruhig etwas mehr sein. Ich glaube, wir haben mehr Diamanten hier in Neumoria als Lapis gekriegt. Ich könnte mich auch irren. Ich glaube, oben sind auch noch Kisten, aber da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Geht's hier noch und rechts vom Eingang da. Nochmal ganz kurz gucken. Kiste von Ultrona. Aha. Ofenkartoffeln. Sind immer gut. Da ist nix. Haben wir hier eine verschiedene Kiste? Ja, da haben wir doch ein bisschen Redstone. Der Mann hat gefarmt, hat er. Nicht, dass ich das mitnehmen wollen würde, aber es ist gut zu wissen, dass ich überhaupt noch was habe. Na, und das wird halt später alles ans ME-System angeschlossen. Aber dafür brauche ich halt noch so ein paar Festplatten. Ich hoffe, ich kriege das hin vor, ich glaube, September, wo ich Urlaub habe. Müsste aber eigentlich machbar sein. Wir müssen halt für den Strom sorgen. Wir müssen für die Festplatten sorgen. Theoretisch hätte ich es halt gern, wenn wir halt den Festplattenprozedur automatisieren könnten. Da nicht ganz so viel machen muss. Aha, Tordes, aha. Kekse, sehr gut. Wollte ich hören. Könnte man auch noch Kisten platzieren. Für, keine Ahnung was. Wohl, wenn ich hier wirklich alles abgezapft habe, dann sieht es auch nochmal anders aus, ne? Gut. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Nur noch verschiedene Kisten. Wo ich nicht reinkomme. Haben wir denn hier auch irgendwo eine Redstone-Kiste? Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn es halt nicht da ist, ne? Aber Kohle, tralala, Erde. Ich glaube, wir haben keine Redstone-Kiste. Okay. Vielleicht mal als Anregung fürs nächste Mal. Vielleicht kann ich das auch mal selber machen. Muss ja auch mal was tun für mein Geld. So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Flintstones und können auf jeden Fall die Kristalle, die wir haben, alle zu wursteln. Und wir haben Lapis, wir können Coolens machen. Das heißt, wir können einige Upgrades machen. Was wiederum halt mehr Strom verbraucht, ist klar. Aber es gibt Schlimmeres. Es gibt wesentlich Schlimmeres. So, dann Industriegebiet. So. Was haben wir alles hier? Jede Menge Mist. Ich habe jetzt hoffentlich keine Flugskristalle mehr irgendwo abgelegt. Oder? Oder generell irgendwelche Kristalle irgendwo, wo sie nicht hin sollen. Das sind die. Die sollen nochmal die bleiben. Guck nochmal. Ich glaube, da nicht. Wenn dann hier weiter. Vielleicht auch in der letzten Kiste, die ich da gerade befüllt habe mit Mist. Mist, Mist, wir brauchen Mist. Ne, das war Bass, ne? Bass, Bass, wir brauchen Bass.
Ne, ich habe keinen Kristall abgelegt. Okay, dann kann ich ja alles hier zu Kernen verarbeiten. Oder Keimen. Wie auch immer. Die da vorne müssten ja jetzt auch fertig sein. Jo, alles klar. Dann machen wir daraus mal eben schnell den hier. Und hier mal. Zack. Und zack. Achso. Dann holen wir nochmal was hier raus. Haben wir noch genug Zeug? Ist ja nicht wie bei mir zu Hause. Aber ne, man sieht halt wirklich auch, wie Flintstones einfach nur so verschwinden. Aber ich finde, das ist ein vernünftiges Rezept, das man durchaus dafür machen kann. Ich fühle mich nicht so, als würde ich jetzt dabei großartig cheaten. Ich erspare mir halt wirklich einfach nur Laufwege. Weil man sieht halt auch, wie viel Quarz oder Zerdos-Quarz man halt braucht. Und wie viel ich davon hätte haben müssen. Ja. Für halt mein gigantisches Vorhaben hier. Da ist es, glaube ich, im Falle des Ausmaßes durchaus okay. Weil ich dieses Zusatzrezept mir da angeeignet habe. So, ja, dann wachst und gedeiht mal. Kleine Freunde hier. So. Dann jagen wir durch das SAG hier noch ein bisschen Lapis. Wir machen mal wie folgt. Schmeißen wir die 31 rein, gucken, ob auch 31 bei rauskommt. Habe ich noch Erde? Ne. Wenn du mal irgendwas brauchst, um dich irgendwo hochzubauen, ne? Hast du mal wieder nicht. Na, wieder typisch. Typisch ich halt. So. Wie gesagt, einmal das dahin. Und bitte rein. Ich bin so froh, dass es klappt. Es klappt ja gar nicht. Oh, schön. Was brauchen wir denn für das hier? Zimtplatten, ja gut, haben wir. Upgrade. Nicht das, das hier. So ein Schaltkreis und Kupferkabel. Ja gut, haben wir. Also gut, Schaltkreis müsst ihr noch bauen. Können wir mal eben schnell machen. Das ist ja jetzt nicht so ein Akt. Auch wenn ich jetzt immer noch dieses Meta-Zeug da bauen wollte. Im Meta-Fall. Aber naja. Wo habe ich denn die jetzt abgelegt? Das war hier in der vorletzten Kiste, ne? Jo. Redstone haben wir hier. Suchen wir uns mal schnell eine Werkbank. Und dann mal gucken. So. Links und rechts. Kabel oben und unten. Und so eine Platte. Easy, gar kein Problem. So. Ja, doch, kommt hin. Kommt hin, tatsächlich. Ich bin ja selbst schon ein bisschen überrascht. Ich war nämlich mir gerade nicht sicher. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre mehr, die wir da reingepackt haben. Aber naja, so kann man sich irren, ne? Irren ist mal mutig. So. Und wieder eine Flutzelle rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann haben wir das soweit. Wo habe ich denn jetzt meine Zimtplatten abgelegt? Verdammt.
Was ist da los? Ah. Wurde einfach noch nicht richtig angezeigt. Ich glaube, ich habe mir gerade Sachen erschummelt. Shit happens. Verpackte Scheiße hier. So. Ah ne, jetzt hat das wieder abgezogen. Alles klar. Wurde halt noch nicht sofort berechnet. So. Dann. Meine Zinnplatten. Die sind, glaube ich, auch da hinten weiter drin, ne? Ich gehe mal ganz stark davon aus. Nicht hier. Da schon eher. So. Und das Upgrade können wir halt auch jederzeit halt auch wieder irgendwo rausnehmen. Oh, das war sehr nah. Ich hab's im Augenwinkel gesehen. Ich glaube, das ist hier reingefallen, ne? Das ging aber gerade so daneben. Oh, das ist aber okay. Wenn es ins Wasser fällt, ist das okay. Etwas so, ne? Die dahin und hier ein paar Kabel. Jo. Haben wir ein Upgrade. Upgrade complete. So. Für den Praxistest holen wir uns mal ein bisschen Kies. Nicht hier. Da schon eher. Ich meine, es wird jetzt kein Speed-Upgrade von 0 auf 30.000, aber ich glaube, das Doppelte oder sowas macht es. Also eins zumindest. Ja, man kann natürlich nur mehrere Upgrades hier reinhauen, aber dann verbraucht es halt auch mehr Strom. So, wenn ich Kies reinmache, tucker. Wenn ich jetzt das Upgrade reinhaue, tucker. Also schon ein bisschen schneller. Das ist schon viel wert. Und wenn man das jetzt hier, ne, noch mehr macht, dann einfach wusch. Aber das habe ich jetzt nicht vor. Noch nicht. So, die Vibrationskammern sind alle am Machen tun. Die müssten alle fertig sein. Jo. Baut uns erstmal das Inventar zu. Ist okay. Hauen wir mal das Lapis hier rein. Das Lapis, den Lapis, ich habe keine Ahnung. So, dann müssten wir eigentlich bald hier genug Zeug haben, dass wir... Sag schon. Uns wirklich wieder um die Festplattenkonfiguration oder Festplattenerstellung kümmern können. Theoretisch. Praktisch, mal gucken. Ja, man weiß ja, wie das ist. So, bitte warten. Und das ist halt echt schon hart ätzend, ne, wie viel Quarz oder halt speziell halt auch Zertusquarz man sich halt hätte erfahren müssen. Also auf normalen Wege. Und da das ja nicht hier in der nächsten Nähe liegt und alles, ich finde das schon okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt auch nicht so, als würden wir aus nichts quasi halt hier Dinge erschaffen. Nicht so wie das Meta-Zeug. So. Stunden später.
braucht man ja schon eine halbe Ewigkeit, bis man hier die ganzen Dinger hier verwurschtelt hat, ne?